Die Bühne ist fast fertig auf dem Budapester Heldenplatz. Hier wird Papst Franziskus die Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses zelebrieren. Tausende von Polizeibeamten sind für die Sicherheit des Pontifex im Einsatz. Die Vorbereitungen laufen seit dem 23. August. Und wenn Sie alle Menschen mitzählen, also diejenigen, die Backstage arbeiten, Fahrer, Transporter, Sicherheitsleute, offizielles Personal, sind es fast 20.000 Menschen, die an dieser Veranstaltung mitwirken. Die Bühne, von der aus Franziskus sprechen wird, befindet sich genau an dem Ort, an dem 1938 Kardinal Pacelli, der spätere Papst Pius XII., stand, als Budapest ebenfalls Gastgeber des Eucharistischen Kongresses war. Damals hatten sich Hunderttausende im Regen versammelt. Für diesen Sonntag wird dagegen sonniges Wetter erwartet. Die rund 75.000 Gottesdienstbesucher sind von der Nachweispflicht, gegen Corona geimpft oder genesen zu sein, befreit. Auch das Maskentragen ist kein Muss. Pompös ist auch die 11 Meter hohe Chorempore, auf der 2000 Sänger und Sängerinnen Platz nehmen werden. Die Sänger, von Schulkindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren, werden hier Platz nehmen. Es handelt sich um einen gemischten Chor, der sich aus über 80 kleinen Chören zusammensetzt. Und sie haben schon vor Corona mit der Organisation begonnen. Sie werden zusammen mit dem Orchester des Opernhauses auftreten, einschließlich einer Aufführung des Tedeum von Buddha. Die von der Opposition regierte Hauptstadt Budapest hat in den Straßen der Stadt Plakate mit Zitaten von Franziskus über Akzeptanz und Solidarität aufgehängt. Die Zitate sind auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu hören.